Das sollte auch funktionieren. Ja, herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus. Heute hatten wir 35 Grad im Schatten, dabei gehen wir auf Ende August zu. Vertrocknete Felder auf dem Land, vertrocknete Pflanzen und Bäume, auch in der Stadt, Waldbrand Stufe 5 und fortlaufend hört man Martinshörner wegen vor Hitze kollabierender Menschen. Das sind plötzlich ganz neue, doch noch irgendwie fremde Bilder, die sich einem in den Sinn drängen, wenn wir an die Jahreszeit Sommer denken. Und auch wenn wir den Blick zurückwerfen auf den Winter 2019, 2020, zumindest in Berlin hatte man doch den Eindruck, diesen Winter habe es eigentlich gar nicht gegeben. Die Jahreszeiten sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Fernreisen und künstlich klimatisierte Räume, in denen wir uns zunehmend bewegen, tun ihr Übriges, den jahreszeitlichen Wechsel zu irritieren. Literarische Texte aber greifen traditionell oft auf Jahreszeiten zurück. Beispielsweise werden Prosatexte über den Fortschritt der Jahreszeiten strukturiert und jahreszeitliche Dichtung ist seit Jahrhunderten ein eigenes Genre der Lyrik. Durch den Klimawandel drohen nun viele dieser Texte geradezu unverständlich zu werden, bedürfen womöglich zunehmend einer Historisierung. Also bedarf es zunehmend einer Rekonstruktion ihres klimatischen Entstehungskontexts und was heißt das wiederum für eine gegenwärtige jahreszeitliche Dichtung, für ein gegenwärtiges jahreszeitliches Schreiben? Grund genug, hier heute Abend eine Art Krisensitzung einzuberufen, so würde ich das einmal nennen, über jahreszeitliches Schreiben im Klimawandel. Mit dabei sind die Schriftstellerinnen und Schriftsteller Marcel Bayer, Mara Daria Kojokaru, Marion Poschmann und Cécile Weißbrot. Die Veranstaltung bildet zugleich den Abschluss unserer Projektwoche Umwelten, Literatur zwischen Öko und Technosphäre. Steffen Richter, der gleich das Gespräch moderieren wird, hat diese Programmwoche für das Literaturforum im Brechthaus konzipiert und organisiert. Dafür an dieser Stelle nochmals mein ganz herzlicher Dank. Bedanken möchte ich mich darüber hinaus beim Hauptstadtkulturfonds für die großzügige finanzielle Förderung sowie bei unseren beiden Medienpartnern, das sind Deutschlandfunk Kultur und die Zeitschrift Die Dritte Natur, die bei Matthes und Seitz Berlin erscheint. In der Zeitschrift Die Dritte Natur, so viel kann ich auch schon verraten, wird es eine Art Dokumentation und Nachberichterstattung über unsere Projektwoche geben. Nun, wir können auf eine insgesamt doch recht pralle Veranstaltungswoche zurückblicken. Dahinter steckt im Einzelfall viel Arbeit, gerade auch im Hintergrund. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle auch einen Dank auszusprechen an das Team des Literaturforums im Brechthaus und möchte mich bedanken bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind Ulla, Volker, Lutz, Isabel, Annette, Tina, Sina, Anna, Arthur, Katrin und Marc. Alle haben in verschiedener Weise mit zum Gelingen des Ganzen beigetragen. Mein Name ist Christian Hippe, jetzt gehört das Wort dem Podium. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Lassen Sie uns unsere kleine Rotunde hier bitte mit einem großen Applaus begrüßen. Bitte schön. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Lange Zeit haben wir im Takt der Jahreszeiten gelebt und gesprochen. Wir haben präzise Vorstellungen von Frühlingszwiebeln, von Sommerferien, dem Herbst des Lebens oder einem Wintermantel. Die Jahreszeiten sind wahrscheinlich einer der produktivsten Metaphernspender, den die deutsche Sprache kennt, sei es im Alltag, sei es in der Literatur. Aber sie beruhen auf stabilen Hintergrundannahmen, die möglicherweise gerade ins Wanken geraten sind. Also Sie wissen das alle und der Christian hat es gerade schon angedeutet. Wintersportveranstaltungen fallen aus wegen Schneemangels. Die Ernte muss im Frühsommer eingebracht werden wegen der Trockenheit. Es ist was im Gange, möglicherweise. Was uns daran interessiert, ist natürlich die Frage, was das mit literarischen Texten macht. Ob literarische Texte Jahreszeiten nur auf der gegenständlichen Ebene behandeln oder ob sie vielleicht auch als die Bedingungen des Schreibens ins Schreiben selbst eingehen und eine Art poetologischen Status erlangen können. Der sozusagen zentrale und sehr allgemeine die Arbeitshypothese ist, dass der
erstmal unförmige Fluss der Zeit, in der wir uns bewegen, in der wir schreiben, durch Jahreszeiten geformt wird, getaktet wird oder rhythmisiert wird. Das wäre dann im Verlauf des Abends ein wenig zu differenzieren. Meine Gesprächspartner sind zu meiner Rechten Cécile Weißbrot. Cécile Weißbrot pendelt zwischen Paris und Berlin. Sie ist eine französische Schriftstellerin, die fast 20 Romane und Erzählungsbände geschrieben hat. Viele davon sind im Deutschen erschienen und sind sehr erfolgreich. Begonnen hat die Rezeption bei uns mit Mann und Frau den Mond betrachtend, vor auch fast 20 Jahren mittlerweile. Und das, der bisherige Höhepunkt ist sozusagen der letzte Roman, die Zerstörung, der erst im Juni Gegenstand im literarischen Quartett, also in einer Fernsehsendung gewesen ist. Für uns ist besonders relevant, dass sich Cécile Weißbrot seit Beginn an mit der Verarbeitung oder besser Nichtverarbeitung von französischer und europäischer Geschichte des Holocaust in der französischen Gesellschaft und Literatur beschäftigt, also ein außerordentlich geschärftes Sensorium für die Zeitpositionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat. Das kommt der Diskussion um klimatische und jahreszeitliche Verhältnisse sehr entgegen, denn die Jahreszeiten haben sehr, sehr viel auch mit diesen Zeitpositionen zu tun. Cécile Weißbrot hat darüber hinaus sich mit Fragen des Klimawandels in vielfältiger Form beschäftigt, sei es in Vorträgen, Essays, Kolloquien und ist da auch sehr engagiert im französisch-deutschen Kontext unterwegs. Guten Abend, herzlich willkommen, Cécile Weißbrot. Neben Cécile Weißbrot sitzt Maradara Daria Koshokaru. Auch sie pendelt, sie unterrichtet in München an der Hochschule für Philosophie und ist auch in London beheimatet, von wo sie uns einen literarischen Text heute mitgebracht hat. Sie ist ausgewiesene Expertin für das, was wir gestern hier in einem anderen Kontext den Tieren gerecht werden bezeichnet haben, also eine große Expertin für Mensch-Tier-Verhältnisse mit den Mitteln der Literatur. Darüber hinaus hat sie aber gerade einen Text geschrieben, bei dem sie sich auf die Suche nach Rhythmen der Jahreszeiten macht, was sie natürlich für dieses Podium prädestiniert. Herzlich willkommen, Frau Koshokaru. Marcel Bayer schreibt eigentlich alles, Romane, Erzählungsbände, Gedichte, Libretti, Essays. Er ist auch Herausgeber von vielen wichtigen Sachen. Er hat von der Mayröcker die Gesamtausgabe gemacht und gerade Thomas Kling im Abschluss begriffen, wenn ich es richtig verstehe. Von den zahlreichen Preisen, die Sie alle nachlesen können, auf Wikipedia erwähne ich nur den vermutlich immer noch wichtigsten, den Georg-Büchner-Preis 2016. Marcel Bayer ist im Rheinland literarisch, musikalisch und medial sozialisiert worden und lebt seit gut 20 Jahren in Dresden. Also quasi antikonjunkturell und gegen den Trend von Osten nach Westen zu gehen, hat er einen seltsamen Weg eingeschlagen. Die wichtigsten Romane sind meines Erachtens Flughunde und Kaltenburg. Zuletzt erschienen die Gedichtbände Graphit und soeben, sozusagen Anfang der Woche, der Band mit dem wunderschönen Titel Dämonenräumdienst. Und Marcel Bayer hat zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Träume vom Schreiben. Deswegen sitzt er heute Abend hier. Herzlich willkommen, Marcel Bayer. Danke. Marion Poschmann, die letzte in unserer Runde, hat auch ganz viele Preise gewonnen. Ich sage wieder nur den allerwichtigsten, selbstverständlich den wichtigsten. Sie war die erste Preisträgerin des Deutschen Preises für Nature Writing im Jahr 2018, daneben noch einige andere. Marion Poschmann, gebürtig aus dem Ruhrgebiet, lebt seit Anfang der 90er Jahre in Berlin. Auch sie schreibt äußerst erfolgreich Prosa wie Lyrik. Sie kennen vielleicht die Romane Sonnenposition oder Die Kieferninsel, eine sehr vergnügliche, in jeder Hinsicht anregende Lektüre. Die Gedichte Geisterseher, im Geisterseen
verzeichnen schon, dass die Jahreszeiten unscharf werden, was natürlich hellhörig macht, wenn wir hier eine Diskussion über Jahreszeiten führen wollen. Und soweit ich das sehe, sind die Jahreszeiten in dem neuen Gedichtband Nimbus auch nicht viel klarer geworden. Guten Abend, Mariam Poschmann. So, ich hatte schon angedeutet, es ist kein Vergnügen heute Abend, sondern harte Arbeit. Wir haben im Vorfeld, inspiriert vom Ort, vom Haus, wo wir uns befinden, eine kleine Leseaufgabe vergeben. Es gibt ein Gedicht von Bertolt Brecht, das uns sozusagen als Sprungbrett dienen kann, das sich mit unserem Thema beschäftigt. Ich werde es mal versuchen zu verlesen. Die Autorinnen und Autoren, die hier sitzen, haben es alle vorliegen gehabt und haben es auch gelesen. Und wir werden versuchen, uns anhand dessen ein klein wenig darüber zu verständigen, was Jahreszeiten mit Literatur bei den einzelnen Beteiligten hier machen. Bertolt Brecht, über das Frühjahr, ein Gedicht von 1928. Lange bevor wir uns stürzten auf Erdöl, Eisen und Ammoniak, gab es in jedem Jahr die Zeit der unaufhaltsam und heftig grünenden Bäume. Wir alle erinnern uns verlängerter Tage, helleren Himmels, Änderung der Luft, des gewiss kommenden Frühjahrs. Noch lesen wir in Büchern von dieser gefeierten Jahreszeit. Und doch sind schon lange nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten die berühmten Schwärme der Vögel. Am ehesten noch, sitzend in Eisenbahnen, fällt dem Volk das Frühjahr auf. Die Ebenen zeigen es in alter Deutlichkeit. In großer Höhe freilich scheinen Stürme zu gehen. Sie berühren nur mehr unsere Antennen. Soweit Bertolt Brecht, 1928. Ich würde Mariam Poschmann bitten, mal was dazu zu sagen. Ja, ich habe mich mit diesem Brecht-Gedicht beschäftigt und meine Reaktion darauf schriftlich ausformuliert, weil ich meine Gedanken schriftlich etwas klarer fassen kann. Und ich lese Ihnen eine kleine Anekdote dazu aus meiner Jugend vor. Hört man mich so? Ist laut genug? Brechts Gedicht über das Frühjahr beschwört etwas plakativ einen Stadt-Land-Kontrast. Das Volk in unseren Städten ist den Jahreszeiten entfremdet. Die Vogelschwärme, gemeint sind wohl die Zugvögel, die im Frühjahr aus dem Süden kommen, meiden die Menschenmassen und Industrieanlagen. Und ein Blick auf die vegetativen Veränderungen ist nur noch durch die Scheiben der Transportmittel möglich bei einer Fahrt über Land. Das Frühjahr gibt es nicht mehr, weil wir es im städtischen Umfeld nicht mehr wahrnehmen können, ist die Botschaft. Und das hat Folgen für die Lyrik, weil die Frühlingsklischees nicht mehr nachvollzogen werden können. Sie veralten. Nun ist das Gedicht von Brecht in seiner Nennung von Frühlingsmerkmalen auch nicht gerade außerordentlich differenziert. Heftig grünende Bäume, verlängerte Tage, Änderung der Luft, wären Indikatoren, die sich auch heute im städtischen Raum problemlos wahrnehmen lassen. Nur fehlen die romantischen Topoi von der Auenlandschaft, der Nachtigall, den blühenden Obstbäumen, die den Frühling in der traditionellen Lyrik erst zum Wahren machen. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in der Zeit der letzten aktiven Zechen, der Stahlwerke und der Smogalarme. Meist entstand der Smog durch eine Inversionswetterlage, die Abgase konnten nicht abziehen und es gab autofreie Sonntage, um die Luft zu verbessern. Bei Smogalarm war es den Kindern nicht zuzumuten, in die Schule zu gehen, der Schulweg zu giftig. Und weil eben schulfrei war, haben sich mir diese Tage, es waren nur wenige, besonders eingeprägt. Gleichwohl lebte ich in einem Vorort direkt an der Ruhr, genau genommen in einer romantikkompatiblen Auenlandschaft mit ausreichend Pflanzen, blühenden Obstbäumen und Zugvögeln, die sich im Frühjahr in den Ruhrauen niederließen.
In dieser Zeit schrieb ich für die Literatur AG unserer Schule ein Gedicht, das zu meinem Erstaunen niemand verstand. Es ging um die Forsythienblüte. In diesem Jahr, Mitte der 80er, blühten die Forsythien schon im Winter. Ich erinnere mich nicht mehr, ob im Januar oder Februar, jedenfalls viel zu früh für mein Gefühl. Und weil das nur ein Gefühl war, sahen die anderen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft nicht ein, was daran problematisch oder auch nur bemerkenswert sein sollte. Blühende Sträucher, na und? Ist doch schön, wenn sie blühen. Inzwischen, Jahrzehnte später, kann ich dieses sogenannte Gefühl mit Daten und Fakten unterfüttern und begründen, warum ich ein Unbehagen empfand beim Anblick der gelben Blüten Ende Januar, Anfang Februar. Der Frühling ist eine Jahreszeit, deren Beginn und Ende sehr unterschiedlich definiert werden. Der astronomische Frühlingsbeginn mit der Tag- und Nachtgleiche um den 21. März liegt 3 Wochen nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März. Der phänologische Kalender, der die Vegetationsperioden anhand typischer Entwicklungsstadien von Pflanzen erfasst, operiert mit 10 Jahreszeiten. Davon fallen 3 in den Frühling. Im Vorfrühling blühen unter anderem die Schneeglöckchen, im Erstfrühling die Forsythien, im Vollfrühling blüht der Flieder. Die Forsythien gehören demnach zu den Zeigerpflanzen, die mit ihrer Blüte nicht den rechnerischen, sondern den realen Verlauf des Frühlings, der Frühlinge, anzeigen. Dieser Frühling wandert mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 Kilometer pro Tag von Süden nach Norden durch Mitteleuropa. Wann die Forsythie blüht und der Erstfrühling eintritt, hängt also vom geografischen Standort ab. Im Rheinland blüht sie früher als in Schleswig-Holstein und in der Stadt früher als im Umland. Konkrete Standortfaktoren wie Abwärme spielen für das Kleinklima ebenfalls eine Rolle. In Hamburg wird seit 1945 ein Forsythienkalender geführt und der Blühbeginn an einem bestimmten Standort der Lombardsbrücke dokumentiert. Hierbei zeichnet sich der Trend ab, dass sich der Blühbeginn der Forsythien immer weiter nach vorne verschiebt, der Frühling im Vergleich zu 1950 fast einen Monat früher eintritt. Dies sagt noch nichts über den globalen Klimawandel aus, aber doch über eine deutliche Klimaveränderung an diesem Hamburger Standort. Und das sagt dann wiederum doch auch etwas über den globalen Klimawandel aus. Danke, danke. Wenn ich das richtig verstanden habe, es brecht eigentlich zu ungenau und hat vielleicht eher eine Idee, die im Gedicht steckt, die aber nicht von Realien sozusagen unterfüttert werden kann. Ja, das ist ungefähr meine These. Dass es also eine, bis heute eine Gleichzeitigkeit gibt von natürlichen Phänomenen und Industrie, dass es nicht die Gegensätze, die hier aufgemacht werden im Text, unbedingt da sind, sondern dass es durchaus zwar Verstörungen gibt. Ja. Aber Brecht ist eigentlich zu undifferenziert und sieht nicht genau genug hin. Weil Städte nicht gleich Städte sind, weil die Welt nicht Stadt ist. Und weil es ganz unterschiedliche, weil Jahreszeiten was ganz Relatives sind, sowohl räumlich als auch zeitlich. Und eigentlich sehr viel stärker pluralisiert werden müssten, wenn ich das richtig sehe. Ja, also es war die Rede von den verschiedenen Begriffen von Jahreszeiten, die unterschiedliche Beginne haben. Es war die Rede von Breitengrad gewissermaßen, der die Jahreszeitenerscheinungen konditioniert. Mhm. Und was macht das jetzt? Was bedeutet das jetzt literarisch, ganz kurz? Ja, es ist eigentlich schwierig, mit einem Begriff wie Frühling zu operieren, wenn man unter Frühling einfach nur versteht, die Welt fängt an zu blühen. Mhm. Und was das literarisch macht, ist ein Riesenthema. Da müsste man sich darüber unterhalten, ob man literarisch mimetisch vorgeht, ob man konstruktivistisch vorgeht, was man eigentlich von den Jahreszeiten im Gedicht genauer erwartet. Darüber bestimmt im Laufe des Abends noch mehr. Ja. Mhm. Danke erstmal.
Cecile Weißbrot. Wie ist der Text bei dir angekommen? Also ich habe zwei unterschiedliche Lektüren gemacht oder gehabt. Eine war, dass es, also ich würde nicht sagen prophetisch ist, aber dass es, also heute könnte man auch ein solches Gedicht schreiben. Und das war, also das wurde im Jahr 1928 geschrieben. Man sagt auch, dass die das Anthropozän-Ära hat schon mit der Industrialisierung angefangen, dann schon im 19. Jahrhundert. Und dass also fast jederzeit könnte man ein solches Gedicht schreiben. Das heißt, es gibt auf Französisch und vermutlich auch auf Deutsch diese Spruchwort, sagt man? Sprichwort. Sprichwort. Il n'y a plus de saison, es gibt keine Jahreszeiten mehr. Mhm. Aber man hat das Gefühl, wenn man ein solches Gedicht liest, dass es immer so war, dass es keine Jahreszeiten mehr gibt und gab. Ich habe auch an dem späteren Text, Essay von Rachel Carson gedacht, Silent Spring, wo es um das Schweigen der Vögel wegen der Chemie gibt. Und natürlich, wie Marion schon gesagt hat, dieser Gegensatz zwischen Natur und Technik oder Industrie. Aber meine zweite Lektüre, das war, also ich weiß nicht, was Sie oder was ihr davon, also was, ja, welche ihre Meinung darüber wird. Ich hatte Lust, das Gedicht auch als eine Allegorie zu lesen oder zu verstehen. Also 28 und Frühling als Demokratie zu verstehen und diese Bedrohung, die man im Gedicht spürt, als eine Vorahnung von der NS-Diktatur, die schon im Gang, kann man sagen, im 28 war. Also keine Ahnung, ob er das im Kopf hatte, aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem nur als Beschreibung des Frühjahres, dass es zu einfach wäre. Mhm. Das wäre dann eine klassische Verwendung von Jahreszeiten Topoi als Metapher respektive zur Allegorie ausgebaut, die so mit das Frühjahr, es gibt ja ziemlich feste Assoziationen, ja, die sind schon ziemlich fest, das Frühjahr mit Hoffnung und sowas verbindet, und dann das Jahr 1933 im Horizont als der treuende Winter vor Augen hat. Okay, auf die Idee bin ich nicht gekommen, muss ich auch nicht, deswegen habe ich ja gefragt. Was sagen Sie, Maradara Daya Koshokaru? Also das hatte ich so auch nicht darin gelesen. Das heißt, wenn wir darüber weitersprechen möchten und jemand direkt anknüpfen möchte, dann gerne. Ansonsten würde ich sagen, was mir aufgefallen ist und vielleicht auch missfallen ist, das ist für die Zeit nicht untypisch, aber ich lese da so eine Großstadtkritik raus. Also es gibt ja eine Klage, es gibt irgendwie so ein Entfremdungsgefühl, das ungenau auch zu sein scheint und auch sehr auf den eigenen Ort so pauschal bezogen. Hier müsste doch jetzt irgendwie was blühen und irgendwas müsste fliegen und was ist eigentlich der Fall? Und ich glaube, zweierlei hat mir daran missfallen. Zum einen ist es natürlich jetzt unfair, ihn heute zu kritisieren, wo die Städte zu wahren Biotopen und Refugien für viele Pflanzen, viele Tiere geworden sind. Und das ist etwas, was ich ganz fantastisch und inspirierend finde.
Und zum anderen aber, glaube ich, gibt es da auch seine Kritik, so, oder so etwas Lamoyantes, na nun gucken die Leute nur noch aus ihren Fensterscheiben irgendwie in die Landschaft. Und dabei muss man ja sagen, es hat vielleicht auch einen zivilisationsgeschichtlichen Fortschritt dargestellt, dass die Menschen sich so frei bewegen konnten, dass sie nicht alle ihre Scholle beackern müssen und irgendwie auf die Art und Weise von der Natur auch in ihren alltäglichen Prozessen gefangen sind. Also ich glaube, da bin ich vielleicht ein Stück weit fortschrittsbegeisterter und vor allem auch, was die heutigen Städte betrifft, anderer Meinung. Aber letzteres ist wirklich Ihnen an etwas messen, was damals nicht der Fall gewesen ist und wo er natürlich auch etwas zu Recht bemängelt hat. Also Sie würden sagen, dass die Jahreszeiten, also das Frühjahr in der Stadt quasi eine Renaissance erlebt, weil die Singvögel jetzt nur noch in der Stadt Habitate finden, wo sie sich ernähren können, und dass es sozusagen eine Gegenbewegung heutzutage gäbe, regelrecht. Also ich weiß nicht, ob ich das an einer distinkten Abfolge von Jahreszeiten, wie auch immer wir die verstehen möchten, festmachen würde. Da haben wir vielleicht in der Tat, je nachdem wohin wir gucken, große Veränderungen zu beobachten. Gleichzeitig, wenn es darum geht, wie sich jenseits der Abhängigkeit zu bestimmten Jahreszeiten Flora und Fauna in der Stadt manifestieren, würde ich sagen, ja, da gibt es irgendwie unglaublich viel zu entdecken. Können wir gleich rüber auf den Friedhof gehen und okay. Gucken. Okay, sehr schön. Nehme ich an. Ja, also gegen den Strich. Was sagen Sie, Marcel Bayer? Das ist ja ein ganz seltsames Gedicht. Ich werde da überhaupt nicht schlau draus. Ich weiß gar nicht, wann setzt denn Bertolt Brecht die Zeit an, da wir uns auf Eisen und Erdöl gestürzt haben. Also die Eisenzeit ist ja schon ein bisschen länger her eigentlich. Trotzdem geht es da in diesem merkwürdigen kollektiven Wir erinnern uns an was, was lange vor der Zeit lag, bevor wir uns auf Erdöl, Eisen und Ammoniak gestürzt haben. Also das kann ja irgendwie nicht, kann ja nicht real gemeint sein, oder? Also irgendwie zieht er große Zeit, also sagen wir mal Epochen und Lebenszeit und Erinnerungszeit irgendwie ineinander. Wie er das macht, weiß ich nicht. Warum er das macht, weiß ich auch nicht. Ich würde auch am Ende sagen, wahrscheinlich ist es so allegorisch angedacht. Aber ob es wirklich durchgearbeitet ist, weiß ich nicht. Was ich so toll fand an deinem Text, du machst das ja immer, du übst ja Kritik auf tolle Weise. Was man mit diesem Gedicht lernen kann, ist, Natur und Wetter und alles ist ohne Konkretion nicht zu kriegen. Bäume und Vögel und Wiesen und so, das ist eigentlich alles Unsinn. Damit kann man nichts anfangen. Oder man muss eben dann, wie es klassisch ist, was er offenbar hier in diesem Gedicht zu vermeiden sucht, man muss halt wirklich so die Fruchtbarkeitskulte, die mit dem Frühling verbunden sind, muss man halt aufgreifen. Da muss eine süße Schäferin auf der Wiese liegen. Ja? Ich brauche keine Eisenbahn da drin. Und du hast ja nun wirklich in deinem Text, du bist ja nun wirklich immer weiter in die Konkretion gegangen, bist ja am Ende bei einem bestimmten Forsythienstrauch in Hamburg an der So-und-so-Ecke gewesen. Und das ist natürlich genau das, was er nicht macht. Und da sage ich mir dann sehr schnell, der interessiert sich gar nicht für Natur. Der zieht das eigentlich nur heran. Ich weiß nicht, wem wollte er damit eigentlich was sagen? Also ein bisschen was Konkreteres, wann fangen welche Bäume an auszuschlagen, also oder von mir aus kann er Eiche sagen oder Kastanie oder so, es wäre ja alles möglich gewesen, so ein Vokabular muss er auch gehabt haben, also warum vermeidet er das eigentlich? Oder weiß er es nicht, weil er so Städter ist? Kann der eine Ulme nicht von der Elster unterscheiden? Das glaube ich gerade auch mit Blick auf die späten Gedichte nicht unbedingt, dass er das nicht kann. Gleichwohl ist sicherlich die, also ich sehe da auch schon die Idee, dass die Welt die Stadt ist und die Stadt, wie sie Bertolt Brecht vor Augen steht, ist die industrialisierte Stadt. Und was davor gewesen ist, die Eisenzeit, denke ich, wo wir uns auf Eisen und so weiter stürzten, ist es halt die Zeit vor Industrialisierung, ja, also vor Eisen als Eisenbahn, jetzt nicht die Eisenzeit im geologischen Sinne natürlich, ja. Und da scheint es mir als intellektuelles Konstrukt durchaus Sinn zu machen. Ja, also bevor, also im 18. Jahrhundert, wo die Jahreszeit in der Tat in der Kunst und Literatur eigentlich
am stärksten thematisiert worden sind die ganze Zeit. Ja? Obwohl sie noch sehr, sehr feste Zuschreibungen und Allegorisierungen und feste Figuren gehabt haben. Ich freue mich, dass ich hätte mir denken können natürlich, dass, ja, dass Leute... Jetzt dürfen wir auch mal Fragen stellen. Wer erinnert sich denn bitte an das 18. Jahrhundert 1928? Das ist doch aus dem Bauernkalender oder was? Oder die Oma hat es schon immer gewusst. Das ist doch kein reales Erinnern. Also ist es so gesehen, wenn er behauptet, wir alle erinnern uns ans 18. Jahrhundert, als es noch ordentlichen Frühling gab, ist es doch schon zahnlos. Mhm. Also ja, das kann ich immer sagen, früher. Erinnern ist ja jetzt nicht nur was Individualpsychologisches, hat ja auch was mit Speichermedien zu tun. Es gibt ja auch Bücher, von denen hier die Rede ist. Und ich glaube, vielleicht könnte das auch ein Punkt sein, der nochmal wiederkommt, dass Bücher und Texte durch Literatur, um es genau zu sagen, auch Archivfunktionen haben für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Jahreszeiterfahrungen. Aber, ja, klar. Ja. Aber da würde ich dann, also wenn man wirklich ins Historische gehen wollte, würde ich doch sagen, von jedem Punkt aus, von dem man zurückschaut, denkt man, früher war alles stabiler. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen im 18. Jahrhundert eine Vorstellung davon hatten, dass Natur und Abläufe und sowas stabil sind. Wenn man denkt, welche Naturkatastrophen es gegeben hat, also eher so sagen wir, so dieses, das Heraufbeschwören der Stabilität und der Gleichförmigkeit und der immer gleichen Abläufe findet doch eigentlich nur statt vor dem Hintergrund, dass diese Abläufe schon gestört sind. Also das, was selbstverständlich ist, muss man nicht heraufbeschwören, oder? Ja, es spricht für das Jahr 28, ein Mangel an Stabilität wahrscheinlich. Und das wird aber wieder darauf hindeuten, dass Cecil recht hat oder dass das nahe liegt, weil 28 ist schon für die Leute mit Gespür in der Zeit war schon sehr gefährlich, da stand schon wirklich was am Horizont. Wollen Sie? Ich meine, diese Idee des Allegorischen und dass man irgendwie eben vielleicht über Bäume sprechen könnte oder, dass man eben das Allegorische und dass man über Bäume sprechen könnte und das aber nicht tut, das ist ja bei ihm dann doch etabliert. Also so langsam sehe ich es auch, aber ich glaube nicht. Die Frage ist dann natürlich, was insofern mit diesen Natürlichkeitsvorstellungen ja immer ein Stück weit auch Normativitätsvorstellungen einhergehen, was er dem dann entgegensetzen möchte. Mhm. Also es geht ja dann klarerweise nicht in ein, irgendwie wir müssen uns mehr mit dem Boden wieder vertraut machen, das kann es ja nicht sein. Also warum der Naturtopos da, wenn es um Normativität geht im Politischen? Ja, sicherlich ganz viel Normatives hier drin und jetzt beende ich das Brecht-Bashing. Weil Sie mal was ganz anderes machen, Frau Kaschukaro, Sie haben ja überhaupt ganz im Gegenteil, im Unterschied zu Brecht, der nur eine Idee hat von Frühling und von Stadt und von Modernität, Sie sind ja ganz konkret losgelaufen. Vor Corona haben Sie begonnen und dann wurde das Projekt irgendwie disturbiert. Vielleicht erzählen Sie mal, wie dieser Text, von dem Sie dann nach vielleicht einen kleinen Ausdruck lesen, werden zustande gekommen ist, was die Grundidee von dieser Geschichte ist. Ja, also ich glaube, eine gewisse Skepsis gegenüber der Hinwendung zur Natur, die immer den von Menschen unberührten Raum meint, und eine Aufmerksamkeit für die seltenen und ganz anderen Tiere war irgendwie so das, womit ich brechen wollte. Und wo ich mich dann gefragt hatte und einfach, das ist schon angeklungen, Städte sind unglaublich artenreich und es gibt da sehr, sehr viel zu entdecken. Und ich war auch davor auf einer Schreibakademie irgendwo auf dem Land gewesen und hatte mich dann wochenlang hingesetzt, jeden Morgen, und habe irgendwie auf so die Tiere gewartet und die kamen irgendwie in sehr viel minderer Zahl jedenfalls als das, was ich so aus London tagtäglich gewohnt war. Und da dachte ich, das ist doch irgendwie jetzt interessant und ich möchte jetzt auch einfach mal mit dem Anti-Nature-Writing-Tier par excellence losgehen, nämlich mit meinem Hund, und anfangen in der städtischen Umwelt und in dem Wechsel der Jahreszeiten, die es in England ja übrigens in der Form auch gar nicht so richtig gibt. Also da gibt es Sandalenwetter und Stiefelwetter und
Aber da eben die Frage, welche Struktur kann mir denn diese Orientierung im Schreiben vorgeben? Und da hatte ich geplant, den Capital Ring zu bewandern. Das ist ein Grüngürtel, der rund um London führt. Der besteht aus Naturschutzgebieten, Parks, aufgelassenen Flächen, Brachen. Und der ist in 15 Sektionen aufgeteilt. Und dann dachte ich, da mache ich eben diese Ausflüge mit dem Hund. Und wir erschreiben uns gemeinsam und ich lasse mir von ihm auch Orientierung und Aufmerksamkeit vorgeben. Das war so die Methode dahinter vielleicht. Und dann sind wir auch losgelaufen, 3-mal, und dann kam der Lockdown und dann konnten wir nicht mehr weiterlaufen, und wir wohnen recht nah an einem Eingangstor zu diesem Capital Ring. Seither drehen wir da so ein bisschen im Kreis und ich versuche daraus jetzt noch etwas zu machen. Ich nehme übrigens auch die Menschen, die mir dort begegnen, als Teil der Natur wahr. Das finde ich auch interessant, dass es da oft so ein beiläufiges Sprechen gibt, dass sich dann irgendwie in diesem Raum möglich wird, dass anders als das Gespräch über das Wetter, das in England ja auch recht beliebt ist, anders funktioniert. Und das ist das Projekt momentan. Dann lassen Sie uns doch mal hören, wie das klingt. Genau. Also vielleicht darf ich noch dazu sagen, das Projekt besteht sowohl aus Bild als auch aus Text. Ich habe jetzt nur den Text mit dabei. Das ist nicht Frau Kaschukaro geschuldet, sondern es ist der Tatsache geschuldet, dass wir draußen keine Projektionen machen können. In der Tat wäre das sehr sinnvoll, es ist wunderbar anzusehen, das eben mit der Illustration oder mit dem Bild zu haben. Aber vielleicht gibt es das ja auch in der dritten Natur demnächst. Genau. Vielleicht noch als Hintergrundbemerkung, wir waren damals eben gerade neu in diese Umgebung gezogen. Ich laufe mit dem Hund am 13. Dezember 2019 los. Und die Texte haben immer zwei Teile. Also im ersten geht es um ein Schreiben, das widerspiegeln soll, wie man so mit 6 Füßen unterwegs ist. Und dann, das kennt jeder, der einen Hund hat oder vielleicht schon mal verzweifelte Hundebesitzer irgendwo gesehen hat, der Hund ist weg, er ist im Gebüsch, er hat irgendetwas gefunden. Das sind so diese Einschüsse von irgendetwas, wo der Text dann in einen anderen Duktus übergeht. Okay, 13. Dezember 2019. Neu. Wir sind neu in Natur und Umgebung. Wir stehen auf tiefem Boden, versinken im Winter der alles beherrschende Matsch. Zwischen den Stieleichen, Anspruch von vielen Nationen, von Hunden, unterschiedslos markiert. Links die Laternen der Robins, Springsong, ergebenes Schnickern. Der Papagei ist akzeptiert. Was ist mit mir? Less than pre-settled. Es klingelt der Windhund, Kinder, die singen, am Himmel stimmen sich Flugzeuge ab. Klanglandschaft unserer Träume, ein Heim, eine Sprache zu teilen. Dann platzt etwas über unseren unterkühlten Köpfen, eine kleine Kapsel so groß wie der Mond, und es regnet in allen Farben polarisiertes Vokabular. 2. 25. Januar 2020. Ich überlasse dem Hund unser Tempo, den Rhythmus und mein Vermögen zu denken. Wir kommen nur stockend ins Schreiben, der Hund putzt die Pfoten, ich die Erinnerung frage, was haben die Leute hier alles verloren, ein Pfund, die Geduld und den Glauben, dass Kinder nur unschuldig sind im Finsbury Park unter ewiglich festlichen Plane Trees, ein Staffy, Möwen, eine Taube und Menschen, sehr viele, ein Bullterrier, weiß wie die tief in die Stadt nun versenkten Schichtwolken, das heute mit Bällen nicht und noch weniger mit unserer Sonne zu rechnen sein wird. Dann bricht es aus einer verweinten Frau heraus, better than people, sie zeigt auf den Hund, ich nicke, wir nicken, entfremdet. Das ist vielleicht auch etwas, was ich als Tatsache über die menschliche Natur einfach mal behaupten würde, über Hunde kommt man ins Reden, zumal in einer Stadt, in der im öffentlichen Raum Augenkontakt als Aggression wahrgenommen wird, ist es so, dass man dann schnell, ich weiß gar nicht, ob man das Fanclub nennen kann oder einfach Anhänger. Ich springe jetzt in den März, da bahnt sich der Lockdown an. Alles auf Halt, bei den Ratten im heimischen Wald.
Keiner traut sich raus. Aus dem Brombeerstrauch höre ich Ratten verhalten und flüsternd Hilfspflichten debattieren. Verdienen die Menschen nun tierlichen Beistand? Wir suchen den Impfstoff. Die Jagdhunde kommen, sie zittern, schnüffeln und sind wieder weg. Der Himmel war selten so leer. Seeraben hängen die Sonne zum Trocknen, dazwischen Sirenen, Gezwitscher. Beringe den Vogelgedanken an morgen und lasse ihn frei in der Hoffnung, ihn irgendwo aufgenommen zu finden. Dann presst ein Alter die Wolken wie Blüten und sucht das Gespräch aus der Zeit, als man noch Pläne machte für die Enkel, für den Sommer. Nice to meet you. Fünf. Festgesetzt. Gestern, da wurde die Zeit umgestellt. Nach rechts hinten im Garten, wo Gras nicht mehr wächst. Der Regen vertuscht diese Spuren von Welt, jetzt in Aufruhr versetzt. Moskau verbietet den Ausgang, ein Aufruf zur Revolution, das benachbarte Eichhörnchen singt oder schimpft, wir sind wieder Winter und fruchtlos, man ruft sich Triviales, verspricht sich, Feste zu feiern, wie damals zum Ende der Pest und der Plagen. Pflanze den Samen für unsere Gedichte, ich weiß nicht, wozu das noch gut ist, wie Federn von fluglosen Tieren, der Sinn kommt viel später. Dann mehrt sich etwas in mir wie der in die Ferne gerückte Atlantik, an dessen Rand entlang sich der Stechginster windet, seufzt. Ich überspringe jetzt die gartennahen Dramen im April, Mai, Juni und gehe in den späten Juli. Die Tage sind austauschbar geworden, sind vom Weg abgekommen. Was man sich alles nur nehmen kann, Zeit, die Freiheit, das Leben, weiterzudenken, wir müssten uns nochmals vertieren. Inmitten von Farnen und Disteln, erfrischender Drizzle, zum matschigen Teich jetzt, Metamorphose, gedanklich verflüssigt, von außen nur Puppe, innerlich probe ich anders zu leben, erwachsen zu werden, fliegen zu lernen, ist nichts im Vergleich zu dem Leben mit Hunden, hechelnde, fällige Wesen, ach, hoffentlich wird's die noch geben. Dann hängen die Worte zerfetzt in den Bäumen, ein stürmisches Murmeln von unten befallen, Pilze, die morphen. That's it. That's it. Okay. Dankeschön. Das ist eine rhythmisch ziemlich komplexe Sache. Erstens gehen Sie, was einen eigenen Rhythmus schon mal mit sich bringt. Dann läuft der Hund vorneweg, was ja eher eine Rhythmusstörung ist, würde ich sagen, oder zumindest ein unregelmäßiger Rhythmen mit sich bringt. Und dann sind Sie auf der Suche nach dem Rhythmus der Jahreszeiten. Wie geht denn das alles mit dem Schreiben zusammen? Ja, also zuerst dachte ich, das Ganze würde sich organischer ergeben. Und ich versuche das nämlich genau so. Ich laufe dem Hund hinterher und ich schreibe und wir halten inne und dann passiert etwas. Und mein Hund ist ein sehr geduldiger Hund und Begleiter, aber manches Mal war es dann schlicht so, er putzt sich die Pfoten, ich komme nicht ins Schreiben. Und dann habe ich sehr viele Notizen genommen und dann später mit einem, also zuerst dachte ich, das Projekt ist jetzt mit Corona sowieso an die Wand gefahren und daraus kann ich nichts mehr machen, weil viel auch daran hing, dass die Strecke sich irgendwie in den Worten wiederfindet. Mhm. Und dann habe ich es zuletzt umgearbeitet und habe dann noch lange überlegt. Die Form hat letzten Endes, die eben versucht, sechshebig in jedenfalls allermeistens zu sein, hat viel auch mit dem Charakter des Hundes zu tun, der einfach ein sehr würdevolles Tier ist. Und ich habe gedacht, so irgendwie da kann ich ihm jetzt nicht irgendwie freier kommen. Ja, aber ich meine, ob das dann irgendwie auch mit den Jahreszeiten. Also zu Beginn dachte ich, das wird nämlich genau so etwas. Und nochmal zurückgehend an diese Zeit, wo wir in dieser Schreibakademie-Situation waren und da jeden Morgen irgendwo hingelaufen sind und das Schreiben irgendwie auch dadurch beeinflusst wurde, ob die Finger schon eingefroren sind oder ob das noch geht. Und ich dachte zuerst, so was wird das, dass man eben sieht, man kann irgendwie, im Winter ist man schneller, vielleicht kurzatmiger oder so etwas und dann bildet sich das im Text ab, wohingegen im Sommer wird man ausschweifend und was auch immer und im Frühling, ne, also
diese poetologischen Metaphern sind mir durch den Kopf gegangen, aber ich kann für mich nur sagen, dass das so nicht funktioniert hat. Deswegen habe ich, ist die Form durch den ganzen Text hindurch dieselbe jetzt. Und, ja. Also es ist so regelmäßig sechshebig. Ja, wegen der sechs, also vier Füße Hund, zwei Füße Mensch. Selbstverständlich, ja. Natürlich, ja, naheliegend. Dennoch heißt es, gestern wurde die Zeit umgestellt, ja. Jetzt links hinten im Garten oder so. Ja. Also eine Verdinglichung von Zeit, was hat es denn damit auf sich? Nun, das ist in der Situation, in der ich auch in diesem Garten oder also ein Stück weit gefangen bin und gucke, was da jetzt noch so passiert. Und dieser Garten ist eigentlich etwas, das ich als jemand, der sich tatsächlich für Natur oder Tiere, Pflanzen interessiert, das darf ich eigentlich gar nicht thematisieren, denn es ist ein Desaster, dieser Garten. Es wächst wirklich kein Gras mehr. Und das Einzige, was da eben noch passiert ist, ist, dass die Zeit umgestellt wurde. Und das macht sich aber in keiner Form bemerkbar. Und das, dachte ich, sollte doch im Text dann auch gewürdigt werden. Mhm. Und dass die Jahreszeiten so verschwimmen, Sandalen oder Stiefelwetter, halten Sie für eine einfach geografisch indizierte Londoner Besonderheit? Also ich glaube, ich habe grundsätzlich, ich hänge nicht mit dem Herz an 4 oder 12 oder 10 Jahreszeiten und finde das auch attraktiv, darüber nachzudenken, warum wir da so geprägt sind und beispielsweise nicht von Regen- und Trockenzeit auch ausgehen können. Und ja, Natur funktioniert ja dann an anderen Orten genau so. Und das kann sehr produktiv und stimmig sein. Und insofern, das ist nicht das Lamento. Und ich glaube, in London ist es in der Tat so anders als in England. Also wenn ich beispielsweise in den Peak District ginge, dann werde ich da sehr viel feiner Unterschiede bemerken können. Dadurch, dass ich Menschen mit als Indikatoren für Wechsel in den Jahreszeiten nehme, sage ich, man sieht das bei den Engländern, wann sie Sandalen tragen, dann ist Sommer und sie werden die Sandalen bis in den Oktober oder in den November tragen, wenn dann eben Sandalenwetter ist. Und das heißt, das finde ich als Lokalkolorit wichtig und insofern ging es mir mehr darum, das aufzunehmen, als jetzt zu gucken, inwiefern London ein Indikator dafür ist, dass es um den Klimawandel sehr schlecht bestellt ist, denn wie gesagt, bin ich der Meinung, dass Städte ein großes Potenzial haben, Menschen Natur nahe zu bringen und da vielen Arten ein besseres Zuhause bieten können als die monokulturellen Landwirtschaftszüge. Ja, man könnte auf Zadie Smith verweisen, die ein sehr schön Essay geschrieben hat, auch erst vor kurzem, oder doch jetzt schon mal, glaube ich, 4 Jahre her oder so, Elegy for a Country Season, wo sie beschreibt, dass die Gewohnheiten, die wir mit Jahreszeiten verbinden, sich wandeln, dass eben der April Sandalenwetter wird in London, also ich erwähne sie, weil sie auch in London sitzt, und dass das Jahr mit einer Sintflut beginnt und das sei eben das New Normal. Ja. Okay, dass sich etwas wandelt, ich möchte nicht, also auf gar keinen Fall jemanden einreden, dass sich was wandelt. Wenn Sie nicht dabei sind, dann muss es auch nicht sein. Aber ich glaube, Cecil Weißbrot hat das schon auf eine besondere Art und Weise bemerkt, nämlich wenn man literarische Texte liest, ältere literarische Texte oder Bilder anschaut, dass da Jahreszeitenbilder entworfen werden, sprachliche oder visuelle, die ja, in der Tat immer möglicherweise immer unverständlicher werden. Vielleicht kannst du aus deinem Text Adieu à l'hiver von Nathalie Melzer als Winter AD übersetzt mal eine Passage lesen. Ja, vielleicht sollte ich zuerst erklären, wie der Text entstanden ist. Das war als Rede gemeint. Wir waren oder sollten also 30 Autoren sein
Das war im Jahr 2015 und eine Art von Adressat an der politischen Welt sozusagen zu sein. Das heißt, zum ersten Mal waren Autoren, hatten wir die Genehmigung im Parlament hineinzugehen und diese 30 Reden über Klimawandel. Es war im Jahr 2015, wie gesagt, wo in Paris diese Versammlung, also Konferenz, Klimakonferenz gab. Und das war am 14. November 2015 gemeint. Und am 13. November gab es diesen Anschlag in Bataclan und alles Öffentliche am Tag danach natürlich verboten war, sodass wir nicht mehr ins Parlament hineingehen könnten. Und das wurde im Februar, also im nächsten Februar, in einem Theater, also in der Comédie Française, vorgelesen. Aber natürlich hatte es nicht die gleiche Bedeutung. Also ich lese nur Auszüge davon. 1552. Pantagruel und seine Gefährten erreichen die Grenze zum Eismeer, als sie plötzlich Schreie hören. Ringsumher ist nichts, niemand zu sehen, weit und breit nur Ozean. Sie sind zutiefst erschrocken, einige wollen fliehen, doch der Steuermann beruhigt sie. Was ihr hört, sind die Wörter eines Krieges, die sich im vorigen Winter ereignete, Wörter eingefroren von der Kälte. Nun, da das Wetter wieder milder ist, tauen die Wörter auf, die Kämpfer hingegen sind lange verschwunden. Ende des 21. Jahrhunderts. Infolge der Klimaerwärmung ist die Eiskappe am Nordpol geschmolzen, woraufhin die Meeresspiegel gestiegen sind, Japan überflutet, Venedig verschlungen wurde und in Paris ein tropisches Klima herrscht, sehr zur Freude der Flaneur im Jardin der Tuileries, der zum Bambuswald mutiert ist. Im Grand Palais findet die UNACOX, die Jahreskonferenz zur Klimastabilisierung, statt, mit deren Ausrichtung ein bekannter Konzern, Brot und Spiele, betraut würde. Doch die Sache gestaltet sich schwierig, da große Wirtschaftsinteressen im Spiel sind. 1999. Norman Spinrads Roman Greenhouse Summer, der unter dem Titel Das tropische Millennium ins Deutsche übersetzt wurde, um dem diese Vision von den Folgen der Erderwärmung entstammt, erscheint im Jahr des Jahrhundertsturms, der einen Tag nach Weihnachten die Bäume der Tuilerien, der Garten von Versailles und der Wälder im Westen Frankreichs verheeren sollte. 140 Festmeter geschlagenes Holz. In Paris ein Wind, der mit annähernd 200 Stundenkilometern bläst. 2050. Die lang gesuchte Nordwestpassage, die Nordostpassage, die so viele Tote gefordert hat, so viele Schiffsunglücke, so viele Expeditionen, die Passage zwischen Sibirien und Alaska ist mittlerweile passierbar geworden. Im Sommer ist der Arktische Ozean vom Eis befreit und die Aufteilung der Gewässer und der Bodenschätze hat zu Spannungen und Kriegen zwischen den Ländern des hohen Nordens geführt. Winter 2014-2015, der wärmste Winter, seitdem Statistiken geführt werden, also die späteren sind noch wärmer geworden. Aber selbst das genügt nicht. Man muss im Dezember, Januar, Februar wie im Juni, Juli und August auf der Terrasse ein Glas trinken oder zum Abendessen können. Also
schießen überall die mit Gas genährten Metallpilze aus dem Boden. 2008 wurden 250.000 Heizstrahler gezählt. Und viele mehr sind es heute. Wie viele mehr sind es heute? Jedes Gerät schlug 13 Kilo Gas. Es wurden Sicherheitsstudien durchgeführt, Empfehlungen ausgesprochen. Nicht mehr als 10 Geräte pro Terrasse, Gasflaschen nicht in Anwesenheit der Verbraucher austauschen. Einige Heizstrahler werden mit Strom betrieben und da der Fortschritt keinen Halt kennt, gibt es inzwischen auch für den privaten Verbraucher, um den Garten das ganze Jahr über nutzen zu können. An die frische Luft ohne Erkältung verspricht eine Werbung und verschwendet ruhig Energie, verschmutzt die Umwelt, davon spricht die Werbung nicht. Sich auf die Terrasse setzen, nur wenn das Wetter es erlaubt, das ist nicht ihr Ernst. 1709, Anfang Januar, die Seine ist zugefroren. 3 Monate lang ist Paris von der Versorgung abgeschnitten. Am 13. Januar herrschen minus 23 Grad. Die Temperatur wird auf minus 26 Grad fallen. Die Ufer des Atlantiks sind zugefroren. Der Jahrtausendswinter wird in Frankreich über 1 Million Tote gefordert haben. 1415. Charles d'Orléans wurde in Azincourt gefangen genommen. In den 25 Jahren seiner Gefangenschaft in England schrieb er Gedichte in unterschiedlicher Form, Lieder, Rondos, Balladen. Eine dieser Balladen heißt Winter, ihr seid nichts als ein Schurke. Nach der Glorifizierung des Sommers hier der Beginn der letzten Strophe. Aber ihr, Winter, seid randvoll mit Schnee, Wind, Regen und Graupel. Ihr gehörtet verbannt ins Exil. Seit jeher wird die Einbildungskraft von der Metapher geführt. Die Landschaften der Gemälde und aus den Büchern sind Extrapolierungen der echten Landschaften, die wir durchqueren. Wir interpretieren sie, wir überzeichnen sie, wir läutern sie. Ein besonders kalter Winter ergibt den Beginn einer Eiszeit. Der dunkle Himmel einer Schneelandschaft wird zu einem seltsamen Grün. Der kalte Krieg, das abgekühlte Wasser der Kernreaktoren ergeben unendliche verheißte Landschaften, die selbst die unerschrockensten Helden aus den Katastrophenfilmen nur mit großer Mühe bezwingen. 2 Kinder müssen einen Berg besteigen, um vor dem Schneesturm nach Hause zurückzukehren. Doch dieser kommt früher als gedacht und sie verirren sich, steigen weiter hinauf, im Glauben hinabzusteigen. Ein Meister besteht darauf, den Wald nachts zu durchqueren, um am Morgen vor den anderen Käufern anzukommen, trotz des Schnees, der unaufhörlich fällt und jede Markierung verdeckt. Sein Diener folgt ihm dennoch. Es ist der Winter des 19. Jahrhunderts, in dem die Kinder durch ihren Glauben errettet werden an Heiligabend und der Diener durch seinen Meister, der ihn nach einer Offenbarung mit seinem Körper, mit seinem Mantel zudeckt, um ihn zu wärmen. Wir sind bei Tolstoi, wir sind bei Stifter. Während sich im 20. Jahrhundert ein kleines Mädchen in einem Eisschloss verirrt, dem von Vesos in Norwegen, bis es in seltsamer Anwesenheit mit ihm eins wird. Werden wir im 21. Jahrhundert noch den Winter schreiben können? Werden wir ihn noch lesen können? Werden wir die Gemälde und Bücher, die ihn schildern, noch verstehen? Im Bewusstsein einer möglichen Auslöschung des menschlichen Spezies in einer Zukunft, die nicht mehr in Jahrtausenden oder Jahrhunderten, sondern in Jahrzehnten gezählt wird, gleichen wir den Azteken, die voller Angst Nachtwache hielten und auf die Rückkehr der Sonne lauerten. Es droht die Nacht der Welt,
Und die Vergangenheit weist den Weg in die Zukunft. Die Angst weitet ihren Einfluss aus. Mit weit aufgerissenen Augen beobachten wir, was heute geschieht. Wir wissen und wir antizipieren in wissenschaftlichen Prognosen ebenso wie in Science-Fiction-Erzählungen. Wir wissen nun dann, was werden wir tun. Danke. Dankeschön, Cecile Weißbrot. Die Frage ist eigentlich schon gestellt worden. Winter, du Schurke, ja, werden wir den Winter noch lesen können? Werden wir ihn schreiben können? Der Wind, in diesem Text gibt es ja auch, Beschreibungen von Jahreszeitanomalien, die in früherer Zeit stattgefunden haben, wie zum Beispiel das berühmte Jahr ohne Sommer 1816, ja, das durch einen Vulkanausbruch vermutlich oder mehrere Vulkanausbrüche zustande kam. Jetzt geht uns der Winter möglicherweise verloren aus Gründen, die wir selbst zu verantworten haben, also keine Vulkanausbrüche. Wie reagiert Ihre Literatur darauf, dass wir möglicherweise dabei sind, die Jahreszeiten nicht mehr als mehr oder weniger festgefügte Bedeutungen wahrzunehmen, sondern dass wir sie zu machen in der Lage sind? Es ist schwer, also diese Frage zu beantworten. Also wie im Text von Marion Poschmann oder von Daria. Also Literatur ist eine Art, also nicht nur natürlich, aber auch eine Art von Archiven. Und in den Texten, Texten der Vergangenheit können wir also Spuren, wenn es um Jahreszeiten geht, zum Beispiel, also ich fand es, ich hatte dieses nicht mehr im Gedächtnis, als ich The Years von Virginia Woolf neulich wieder also durchgeblättert habe. Jedes Jahr, also jedes Kapitel fängt mit einer, also eine Art von Wetterbericht an. Und ich finde es so schön, wie das Vergehen der Zeit mit dem, also natürlich Französisch im Gegenteil zu der deutschen Sprache und zu der englischen Sprache haben wir nur ein Wort für Wetter und Zeit. Aber in dem Fall kann man wirklich sehen, wie Zeit und wie das Vergehen der Zeit mit dem Wetter, mit den Jahreszeiten verbunden ist. Und noch einmal, in Virginia Woolf zum Beispiel gibt es in diesem Roman Orlando eine sehr schöne, der Roman dehnt sich aus sozusagen in vier Jahrhunderte. Und im 16. Jahrhundert gab es einen langen Winter und der Thames war eingefroren und es gibt eine solche Szene in Orlando. Das heißt, auch wenn wir literarische Texte lesen, dann können wir also ein Gefühl von der Zeit haben, wo sie entstanden sind oder worum es geht. Und ich weiß nicht, wie es auszusprechen, aber das mit der Zeit und mit der Literatur geht es so, dass die konkreten Details also wie vielleicht meine falsche Lektüre von Brecht als Allegorie danach verstanden sind. Also es sind echte konkrete Beschreibungen, aber danach, wir, die wir danach kommen, können es
es ist aus dem Kontext herausgerissen und können wir nur als Allegorie, als etwas Symbolisches lesen. Und also ich habe die Frage nicht beantwortet, aber... doch. Was meinen die anderen? Also wenn die Erfahrung von bestimmten jahreszeitlichen Phänomenen nicht mehr verfügbar ist, wenn der Winter nicht mehr klirrend ist, auch wenn die Wörter nicht mehr stimmen, ja, sind wir dann in die Allegorie gezwungen? Herr Bayer. Nein. Wie gesagt, es gibt Gegenden, da schneit es nie auf der Welt. Der Winter muss nicht klirren, unbedingt. Ich glaube, wir sprechen von zwei verschiedenen Dingen eigentlich gerade. Wir sprechen von plastisch sehr ausgeformten Wetterereignissen oder Phasen, also wie du sagtest, dieser lange Winter, also an dem man was festmachen kann, über die Zeit, wo man auch einfach beim, also wenn wir jetzt wirklich mal aufs Schreiben kommen, wo man bestimmte Lichtverhältnisse, akustische Verhältnisse, die Selbstwahrnehmung der Menschen, also man fühlt sich anders, wenn man sehr dick angezogen ist oder gar nicht raus will, aber doch rausgeht oder sich überwindet oder wenn mal die Sonne scheint bei minus 20 Grad und man macht dann Spaziergang und so weiter, als bei kölschem Nieselregen den ganzen Winter. Also diese herausragenden, in Erinnerung bleibenden Wetterereignisse, an die man dann auch mehr knüpft. Man knüpft plastischere Erinnerungen daran als an ewig gleichmäßiges Wetter. Und wir haben natürlich die zyklische Zeit, die da reinkommt. Denn es ist ja nicht der Wegfall einer Jahreszeit, was die Sache ist, sondern dass man einfach weiß, jede Jahreszeit kommt im bestimmten Abstand wieder. Und so gehen zwar natürlich die Jahre voran, also mit unserer Zeitrechnung, aber jedes Jahr geschehen immer wieder dieselben Dinge. Und das ist doch ein Zeiterleben, was sich durchaus auch in der Literatur genauso niederschlägt. Also eben über Forsythien schreibt man halt eigentlich, wenn man sie sieht, also wenn Forsythienzeit ist, oder? Wenige Menschen schreiben im Oktober. Das sagen ist die man, Frage, ne? Wann ja. man über Forsythien schreibt. Wann schreibt man über Forsythien? Ja, ich merke gerade, wo wir über die Zeit reden, das ist natürlich völlig einleuchtend, dass es diese lineare Zeit gibt und diese zyklische Zeit und dass sich das alles in diesen Jahreszeiten wunderbar trifft. Und dadurch entsteht ja eigentlich neben der Zeit auch ein ganz bestimmter Raum. Also ich glaube, mich interessiert an diesen Jahreszeitengedichten im Grunde eher diese Raumerfahrung, also eine bestimmte Atmosphäre, die in einem bestimmten Punkt im Jahreslauf besonders typisch ist, die man wiedererkennen kann, die aber trotzdem so etwas Einmaliges hat. Also bestimmte Luftverhältnisse, bestimmte Pflanzen, die gerade aktiv sind und so weiter. Und ja, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diese Veranstaltung auch versucht nochmal klarzumachen, wie ist das eigentlich in der klassischen Lyrik jetzt mit diesen Jahreszeitengedichten? Was ist da eigentlich dieses speziell jahreszeitliche immer und was wird da genau festgehalten? Man denkt ja irgendwie, gute Jahreszeiten, das kennt man, das ist irgendwie sonnenklar, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wie schlägt sich das eigentlich auch in diesen älteren Gedichten dann genau nieder? Wie machen die das eigentlich, dass man dann dieses Jahreszeitengefühl bekommt? Und naja, letztlich, wie halt vorhin fiel schon dieses Wort von diesen Indikatoren, also es gibt ja auch in der Lyrik dann so ganz spezielle Jahreszeitenworte, die eigentlich geradezu penetrant immer wieder auftauchen. Ich habe hier eine japanische Anthologie mitgebracht, da ist das nochmal besonders extrem gehandhabt, da gibt es dann für die Jahreszeiten, die ganz klar abgegrenzt sind, ganz bestimmte Vokabeln, die dann in einem Jahreszeitengedicht vorkommen müssen und dann aber auch ganz klar eine bestimmte Stimmung signalisieren. Und jeder, der das liest, der dann Kirschblüte liest oder Mond liest, weiß, das ist jetzt ein Frühlingsgedicht oder ein Herbstgedicht. Und in der deutschen Lyrik wird das ja eigentlich ähnlich gemacht. Ich habe dann meine Anthologien, die ich zu Hause hatte, nach eben Jahreszeitengedichten nochmal durchgeguckt und
Das, was ich hatte, der ewige Brunnen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen der ewige Brunnen zu Hause hat. Eine recht traditionelle Sammlung von Gedichten seit den Anfängen. Der ist thematisch geordnet. Da gibt es ein Buch der Natur und da sind dann die Gedichte, die Natur als Naturgedichte eingeordnet werden. Dann auch, also es beginnt mit den Jahreszeiten und die Jahreszeitengedichte folgen dem Jahreslauf. Es beginnt dann mit dem Januar, dem Schnee und so weiter. Dann kommen verschiedene Blühpflanzen und im Herbst dann der Blätterfall und so weiter. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass das tatsächlich relativ spezifisch ist und mit diesen, was ich vorhin erwähnt habe, mit diesen 10 Jahreszeiten, diesen phänologischen Jahreszeiten, die diese Zeigerpflanzen so stark hervorheben, dass das ganz gut übereinstimmt und dass man das Gefühl hat, also die Dichter damals haben doch ein ganz gutes, ja, eine klare Anschauung der Natur gehabt und dann entsprechend dem Jahreslauf die spezifischen Merkmale aufgefasst und das dann zum Beispiel in ihr Mai-Gedicht getan. Das fand ich ganz interessant. Das spräche ja für ein eigentlich entspanntes und reguläres Verhältnis sozusagen zwischen dem Schreiben, den Wörtern und dem Beobachtbaren, dem genau Beobachtbaren. Genau, und dann ist aber natürlich die Frage, was Marcel gerade angesprochen hat, schreibt man dann so ein Gedicht, wenn man die Forsythien vor sich sieht, oder schreibt man ein jetzt Frühlingsgedicht und überlegt sich, was gehört da alles zu, Forsythien, ABC, und dann konstruiere ich mir so ein Märzgedicht. Wie macht man es denn? Ich bin nicht der Dichter hier. Das ich weiß es auch nicht. Herr Bayer. Ja, wenn bei mir solche Sachen ins Gedicht kommen, dann schon, weil ich sie in dem Moment sehe. Also ich würde jetzt nicht angesichts der Forsythien sagen, ich schreibe jetzt mal absichtlich ein Kastaniengedicht oder so. Also ich wüsste auch gar nicht, worin da jetzt so die Rebellion liegen sollte. Nein, das ist doch einfach, jede Jahreszeit oder jeder Monat oder so hat seine eigenen Farben, sein eigenes Licht, und das ist das, was ich wahrnehme an Veränderung, und dann macht sich das fest an Gegenständen und an Naturerscheinungen. Dazu genau, Maradaria Koshkaru. Ich wollte einfach mal fragen, ob ein weiterer Begriff noch mal relevant sein kann, wenn man nicht nur von der Natur spricht, die in dem Gedicht in irgendeinem standardisierten Sinne, der mit den Phänomenen übereinstimmen sollte, auftaucht oder nicht, kann man ja auch noch von der Umwelt sprechen. Und ich glaube, wenn wir die Umwelt mit hineinnehmen, dann haben wir auf einmal mehr, ich sag's mal so, Spielraum. Und dann kann es etwas heißen, wenn ich mich im Winter hinsetze und über die Magnolien anfange zu sinnieren. Also das ist jetzt sehr plakativ, habe ich auch noch nicht gemacht, aber es ist jetzt mir gerade so eingefallen. Und ich glaube, dann kommt man vielleicht auch ein Stück weit weg. Ich habe diese Haiku-Vorgaben auch einmal bestaunt und habe mir gedacht, so was. Also es gibt ja die Kunst darin, dann sich auch diesen Regeln dann, also die zur Anwendung zu bringen. Und gleichzeitig gibt es vielleicht recht wenig Raum für die eigene Position, für die Artikulation von Unbehagen auch. Also fällt das jemandem auf, wenn ich in einem Haiku-Gedicht den falschen Begriff verwende, oder sagt mir dann jemand nur, die hat den falschen Begriff, die kann ja keine Haiku schreiben. So. Und braucht es dann neue Formen und einen Begriff von Umwelt, der eben erlaubt, dass man dieses Perspektivische mit hineinnimmt, um da dann auch Veränderungen zu markieren, aber auch nochmal was anderes mit hineinfließen zu lassen, als nur dieses, wir beobachten Natur ganz genau. Denn das ist etwas, was ich mich oft frage, für die ganz genaue Naturbeobachtung haben wir natürlich auch David Attenborough. Und Lyrik insbesondere, aber ich denke Literatur ganz generell, will ja nochmal etwas anderes machen. Und ich glaube, das kann nicht nur im ästhetischen Nachahmen von, oder der Sehnsucht nach so etwas wie einem Bauernkalender, der noch stimmen könnte, bestehen, denke ich. Aber das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ja. Diese Regelhaftigkeit, von der Marion Poschmann gesprochen hat im Haiku, Entschuldigung, das hatte ich am Anfang nicht gesagt, dass Marion Poschmann eine versierte Japanologin ist quasi und sich mit Japan, japanischer Kultur und Literatur sehr, sehr gut auskennt. Das ist vielleicht noch ein Spezialfall, der auch noch kulturell natürlich was ganz anderes ist. Ich möchte mal auf den Punkt zurück, diese zwei Zeiten, von denen Sie gesprochen haben. Einerseits gibt es diese Ereignisse,
die zu Erfahrungen werden und die erinnert werden und die hervorstechen. Auf der anderen Seite diese Zyklizität, die ewige Wiederholung verspricht. Das ist ja das, worin Jahreszeiten sozusagen, was sie vereinen, das immer wieder Neue und die ewige Wiederholung. Aber es wäre eben die Frage, ob das in der Tat so ist und so bleibt, ob es tatsächlich immer wieder dasselbe Neue gibt oder ob das nicht andere Neuigkeiten werden, dass der Frühling eben nicht mehr so aussieht und nicht mehr zu den Zeiten, zu denen man es gewohnt ist, beginnt, sondern später, früher, oder dass die Winter eben nicht mehr so beschreibbar sind, wie sie vorher gewesen sind. Und ob dieser Kreislauf, der was unheimlich Beruhigendes ist, das hast du es ja auch gesagt, ne, dass das Lesen das hat was unheimlich Beruhigendes, wenn man das in diesen Zyklus, in diese Endlosigkeit der Zeit einpassen kann. Aber wenn dieses nicht mehr stimmen sollte, dann wird auch der Zyklus aufgebrochen und dann wird statt Ewigkeit ein Ende denkbar. Das ist der zeittheoretische Gedanke, der da möglicherweise dahinter steht. Aber das sehen Sie nicht unbedingt als für Ihre Arbeit als gegeben, dass also Sie vertrauen ganz felsenfest auf das wiederkehrende Frühjahr und dass die Lichtverhältnisse, wenn Sie gesprochen haben, die Atmosphären, die Stimmungen, die da erzeugt werden, sowohl für Sie als Schreibende wiederkommen, als auch für die Lesenden identifizierbar sein werden. Naja, ich nehme halt Phänomene wahr und das fließt in meine Texte ein. Was soll ich jetzt hinschreiben? Bevor nicht wieder ein richtiger Winter kommt, schreibe ich kein Gedicht mehr. Da ändern jetzt dann in Offenbach den Meteorologen auch nicht groß was. Also so wie es ist, wird es genommen. Okay. Also im Text, ne? Also das ist jetzt wirklich schon ein Unterschied zwischen Literatur und Leben. Ja, ja, ja. Wenn ich das öffentlich machen darf vielleicht. Sie hatten mir geschrieben, dass in Ihren neuen Gedichten viele Jahreszeiten-Thematisierung vorkommen. Mehr als früher. Ja? Oder zumindest in einem Eindruck so. Wäre das nicht ein Indiz für irgendwas? Und wenn ja, wofür? Und das soll alles der Autor beantworten. Ja, wer denn sonst? Nee, ich glaube, das hat bei diesen Gedichten damit zu tun, dass sie sehr kontinuierlich entstanden sind über 2 Jahre hinweg und eigentlich immer am selben Arbeitsplatz in der Küche. Und dann schaue ich in den Hof und der Hof ist eben ständig unterschiedlich. Da stehen 200-300-jährige Eichen, die sind jetzt, na, die eine hat gelitten in den letzten Jahren, aber die eine steht eben im vollen Laub. Das heißt, ich sehe die andere Seite des Hofes gar nicht. Im Sommer sehe ich keine Nachbarn und im Winter sehe ich sie. Ja, und das macht sich dann eben auch in den Texten bemerkbar. Ich habe aber jetzt nochmal eine Frage. Verfolgst du das aktuelle Haiku-Geschehen in Japan? Das ist ja so eine Volkssache. Ne? Es gibt ja dieses Kulturwochenende im November und da wird den ganzen Tag wird Haiku-Wettbewerb übertragen. Weil meine Frage ist, ob sich mit Fukushima da was ändert. Weißt du? Oder ob die Form schon so konservativ ist, dass man gewissermaßen sich noch fester an die alten Regeln hält. Also ich bin keine Japanologin und mein Problem ist, dass ich kein Japanisch verstehe, deswegen kann ich diesem Wettbewerb zum Beispiel nicht folgen. Aber soweit ich informiert bin, hat sich mit Fukushima natürlich sehr viel geändert. In meinem letzten Roman habe ich mich unter anderem beschäftigt mit der Reise in den Norden von Barshu und auf dieser Reise in den Norden Japans hat Barshu immer an verschiedenen Stationen Haikus geschrieben und dicht danach ihm auch sind diese Strecke gegangen und jetzt nach Fukushima, Fukushima befindet sich auf dieser Route, sind junge Lyriker auch wieder dorthin gewandert und haben dann eben den aktuellen Zustand in eben nicht der klassischen Haiku-Form bedichtet, sondern eben so, wie es ihnen dann sich gezeigt hat. Und daneben, neben diesen aktuellen Tendenzen gibt es dann immer noch die, glaube ich, Vereine, die nach diesen ganz klassischen Regeln weiterdichten. Mhm.
hat jemand mit anderen kulturellen Formen von Jahreszeiten, Dichtung, irgendwelche Erfahrungen? Also mir fällt auch nur der Haiku ein, was natürlich was ganz, ganz Spezielles ist. Meines Wissens in Frankreich gibt es da nicht so was streng Formatiertes, was... Also ich glaube nicht. Also Haiku ist sehr besonders und... Naja, vielleicht kann man noch ergänzen und dass Haiku einerseits sich natürlich auf diese realen Phänomene stützt, diese Phänomene aber immer auch eine symbolische Bedeutung haben im Rahmen des Buddhismus, die Kirschblüten, der Mond, das hat dann nicht nur mit dem Mond im Herbst, der besonders klar und groß erscheint, zu tun, sondern ist auch ein Symbol für die Erleuchtung, die dann der Mond zeigt. Und wenn man über den Mond dichtet, sollte man als Dichter im Grunde eine solche innere Erfahrung auch gemacht haben, damit man überhaupt in der Lage ist, die richtigen Worte zu finden. Und da könnte man natürlich überlegen, inwieweit das in unserer Dichtung, also dieser symbolische Aspekt, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, wenn wir über Sichtbarkeit reden und wir bilden das ab, was uns vor Augen steht. Dieser unsichtbare Aspekt ist ja auch etwas, was dann für die Lyrik eigentlich entscheidend ist. Mhm. Etwas, was was man vielleicht gerade an den Jahreszeiten versucht zu greifen, weil man da etwas hat, was kurz sichtbar ist, aber dann sofort wieder verschwunden und doch irgendetwas Transzendentes oder was auch immer vielleicht zeigt, was dann auch in ein Gedicht Eingang finden kann. Das würde ich mir doch gerne mal anhören jetzt. Von Marion Proschmann selbst. Im Gedicht. Aus dem Das Bus. War jetzt eher so eine generelle Bemerkung. Ja, aber okay. Dann lässt sich die generelle Bemerkung vielleicht gegen den konkreten Text halten. Ja, als ich eingeladen worden bin, ist mir eigentlich gar nicht so deutlich gewesen, was meine Gedichte mit Jahreszeiten, also ob ich Jahreszeitengedichte überhaupt finde, die ich hier vorlesen kann. Dann habe ich festgestellt, dass, das wurde am Anfang schon erwähnt, dass in meinem Band Geistersehen ein Kapitel unscharfe Jahreszeiten heißt. Also da habe ich mich damit beschäftigt, dass die Jahreszeiten verwischen, dass diese Indikatoren vielleicht nicht mehr so klar anwendbar sind, wie man das aus der Tradition kennt. Und daraus lese ich, aus diesem Band lese ich zwei, aus gegebenem Anlass, zwei August-Gedichte vor. Also ich habe tatsächlich relativ viele spezifische Texte gefunden, die sich dann auf einzelne Monate beziehen lassen. Klappstühle Karawans. Noch immer ist das Wasser nicht da. Nicht in den Augen, nicht in den Leitungen. Wie ein unfertiges Lächeln, Tigerlächeln, mit dem uns dieser Tag entgegenschreitet, über losen Planken auf Sand. Ein zitterndes Lagerfeuer, das wir durch eine Glaswand beobachten, du mit der Plastiksandale scharrend, damit es weitergeht. Es. Ich erkläre mich nicht, ich hüte die Kippen und Stiele von Speiseeis, die du so leicht von dir abstreifst, wie diese weiße Außenseite der Supermarkthalle, vor der wir niemals zu sitzen wagten. Sie ist jetzt ganz leer und sehr haltlos zwischen den trockenen Rispen. Hühnerbrühe bewegt sich mit Unterhitze auf einem Plakat. Noch immer ist das Wasser nicht da. Fluide Intelligenz. Es waren ungewisse Jahre, die uns breit traten. Manche von uns schwammen mit dem weißen Bauch nach oben durch die Hitzewellen. Ein Todstellreflex. Wir hatten all unsere Daten verkauft. Die Wolken sahen aus wie Bauhauswände, weiße Götter, flach aufgezogen über den ganzen Himmel. Das war der Grund für all die Wetterkatastrophen und das, was wir taten, Tempelschlaf. An der Tankstelle zog ich aus dem Blumenautomaten einen Tulpenstrauß in Folie. Er tropfte noch. Uns blieben Spuren von Bewegung, die aufmerksam geneigte Haltung, mit der wir als Kinder Molche fingen
und die wir gegenüber unseren Vorgesetzten pflegten, wie jene abgebrochenen Stücke von Sandburgen, die wir in unseren Schuhen wiederfanden, Reste der Hundstage Mitte August. Und aus diesem meinem neuen Band Nimbus habe ich zwei Gedichte ausgesucht. Da geht es dann eher um Wetterextreme. Da habe ich ein Kältegedicht und ein Hitzegedicht genommen. Das Hitzegedicht heißt Pathos-Formel. Ein Waldstück, noch überzogen mit dem sozialistischen Grau der 70er Jahre. Verkehrsfluss und alles andere in der gewissen Entfernung. Dunkelfelder, brennende Kiefern, Rauch bis Berlin. Diese Nadelbaumsammlung konnte ihm niemand nehmen. Tannen im Bestandesschatten, die Affenschwanz-Araukarie, sein schwarzes Gold, alles abgefackelt. Der Wald verließ seinen Platz, um ihn zu umschweben. Ascheregen. Der Plan war ja, in die Schachtelhalmsümpfe zurückzukehren. Ach, ins Carbon. Die verkohlten Stämme zum Himmel gereckte Hälse der Pflanzenfresser und prasselnde Flammen, die ihre Reißzähne in frische Kehlen schlugen. Er selber, der T-Rex, ein winziges Feuerzeug in Dinosaurierklauen, und um ihn der malmende Wald, die geballte Geschichte, die fliehende Urzeit, in Qualm konserviert. Das jetzt ersetzte ihm seine defekte Höhensonne, trocknen, entstofflichen. Also das ist ein Gedicht, das habe ich im letzten Jahr geschrieben. Da gab es ja, ich weiß gar nicht, wie es in diesem Jahr ist, das habe ich irgendwie nicht so stark wahrgenommen. Letztes Jahr gab es ja sehr viele Waldbrände wegen dieser Dürre und ich wachte eines Nachts auf, nachts um 4 und ganz Berlin war total verqualmt und ich wusste nicht, ob ich die Feuerwehr rufen soll, ob in mein Haus brennt. Und es war ein Waldbrand, der, ich weiß gar nicht, 100, 200 Kilometer entfernt gewesen ist und so starke Rauchentwicklung war da, dass wir das bis nach Berlin-Mitte gerochen haben. Das andere Gedicht hat ein Motto aus der Antigone des Sophokles, das heißt, vielgestaltig ist das Ungeheure und nichts ist ungeheurer als der Mensch. Und hegte Schnee in meinen warmen Händen. Noch gestern hielt ich mich in tief verschneiten Bergen auf. Jetzt sind sie eingeebnet, aufgelöst, ganz schlicht, so wie man einen Kühlschrank abtaut. Ich sah Wasser rinnen, sah das Eis in Brocken von den Wänden brechen, alles fiel zu Tal und wurde flüssig, wurde Tal und wurde nichts. Noch gestern betete ich Berge an. Ich kaufte Ansichtskarten, schickte sie an mich, nach Hause, zur Erinnerung an das Zerstörungswerk, das ich hier tat. Ich taute Grönland auf mit meinem Blick. Ich schmolz die Gletscher, während ich sie voll der Andacht überflog. Dem Wunsch ist nichts unmöglich, heißt es doch. Und wo ein Wille ist, da ist ein Weg, die dünne Luft noch dienstbar sich zu machen, das Ungeheure, Ungeheuerlichste zu bezwingen, ganz leicht, als schliefe man in seinem Sessel und träumte nur von einem langen Flug. Vielen Dank. Es ist schon richtig, ich merke jetzt auch nicht die konkrete jahreszeitliche Bestimmtheit, die in den Gedichten eine Rolle spielt, aber das waren jetzt die letzten beiden, waren ja außerordentlich klare Anthropozän-Gedichte, wenn man so sagen darf. Also die, das eine mit dem Waldbrand, Pathos-Formel, uns mit der tiefen Zeit, dem Carbon wieder verbindet.
und das andere, das Gletscherauftauen von Grönland mit einem Ich, das es auch von sich sagt, dass es das tut. Also dass der Sprecher, Sprecherin als Mensch, dass das tut. Also dann durchaus direkte Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung von dem, was uns umgibt. Ja, also eben, oder ist es... Ich bin mir nicht sicher. Also da wäre für mich dieses Stichwort Unsichtbarkeit eigentlich das, was also mich daran interessiert. Denn dieser Klimawandel zeichnet sich ja gut, einerseits dadurch aus, dass man Phänomene hat wie Dürre und so weiter, die man klarsinnig wahrnehmen kann. Und andererseits dadurch, dass man eigentlich weiterlebt wie bisher und irgendwo am anderen Ende des Globus verändern sich Sachen, auf die man zwar Einfluss hat, aber man merkt es eigentlich nicht und man weiß überhaupt nicht, man kann ja nicht sehen, wie diese Gletscher tauen und wenn man jetzt in Berlin ist und Auto fährt oder was auch immer tut, um das zu beschleunigen. Ja, sicher, das hat auch was mit Wahrnehmungsebenen zu tun, also was hat mein Auto mit dem Klimawandel zu tun oder sowas, ja, müssen wir jetzt hier nicht, glaube ich, nicht weiter besprechen. Die unscharfen Jahreszeiten heißen ja unscharfe Jahreszeiten, weil in all den Gedichten von Marion Poschmann so eine Art Poetik der Unschärfe am Wirken ist. Ja. Scharfstellung würde ich jetzt eher mit Kälte verbinden, während Wärme, Hitze zu einem Flirren, zu einer Unschärfe führt. Ist das nachvollziehbar, ist das so? Also wie ist der Prozess, was hat die Unschärfe meinetwegen mit meteorologischen Bedingungen zu tun und wie kommt sie in den Text? Ich verstehe unter diesem Unscharfen eigentlich dann eher so etwas, dass es nicht klar abgegrenzt und nicht so klar konturiert ist. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bezogen auf, ja doch auch natürlich auf das Sehen, aber... Jahreszeiten gehen ja auch ineinander über. Wo ist denn der Punkt, wo ich sage, jetzt ist noch Frühling und dann ist Sommer. Also in Japan heißt es, es gibt einen bestimmten Termin, an dem dann der Sommer endet und der Herbst beginnt und an dem Tag wechseln dann alle Kinder von der Sommerschuluniform in die Winterschuluniform. Und das ist ja in anderen Weltgegenden, wo es dann Sandalenwetter gibt und kein Sandalenwetter, also da ist das nicht so klar festzumachen. Das ist ja auch wieder bei der Bundeswehr wird doch, glaube ich, auch der Sommer angesagt, unabhängig davon, was nicht. Er wird befohlen. Oder befohlen. aber darf ich noch mal fragen, also zu dieser Unsichtbarkeit und ich glaube, das ist doch ein anderer, also wir brauchen da einen anderen Begriff als den der Natur, der da hinterlegt wird beim Schreiben, wenn man in Berlin sitzt und anfängt über Gletscher zu schreiben. Das ist ja keine Naturbeobachtung. Und deswegen nochmal die Frage irgendwie, auch diese Bauernkalender und auch die Notwendigkeit der Zyklizität, das kommt ja aus einem menschlichen Anpassungsbedürfnis. Also weil wir irgendwann mal die Ente aus... wie macht man das eigentlich genau? Also man muss irgendetwas aussäen und dann wächst das und dann, darum muss man sich kümmern und dann holt man das wieder ein. Als Städter sind wir davon ja vollständig entkoppelt und insofern habe ich manchmal das Gefühl, wenn wir nach diesen Markern wieder suchen, dann suchen wir vielleicht nach den falschen Bestätigungen, dass sich da etwas wiederholen könnte. Und das Interessante ist dann vielleicht zu wissen, für was müssen wir denn heute sensibel sein? Vielleicht ist das für den Städter heute eigentlich ziemlich, ich will nicht sagen egal, aber doch irgendwie peripher, ob jetzt die Zugvögel kommen oder nicht, weil übrigens, sie können in einem anderen Habitat durchaus jetzt auch den Winter verbringen, umso besser für die Vögel, aber vielleicht ist es sehr viel wichtiger, irgendwie den Gletscher auf dem Schirm zu haben. Und das hat dann aber, ist meine Frage, ist das Naturbeobachtung oder was ist das eigentlich ganz genau? Und die Frage nach dem Unsichtbaren, also gibt es etwas Unsichtbares in der Natur, dem man sich schreibend habhaft werden kann, um es irgendwie als Erkenntnis anzubieten oder zu problematisieren oder erwartbar zu machen? Wir gewöhnen uns daran, dass es brennt und Rauch in der Stadt ist, weil übrigens die Wälder um die Großstadt herum stehen in Flammen. Also was sind das für epistemische Prozesse auch und welche Rolle spielt genaue Beobachtung dann für das Schreiben? Das ist eine Frage.
an mich oder generell an mich? Ja, oder wer auch immer. Ja, genau, Beobachtungen und Wissen über Phänomene, die man nicht direkt beobachten kann, das geht ja irgendwie Hand in Hand. Ja. Also das finde ich schwer auch zu trennen. Also einerseits kann ich natürlich meine Umgebung wahrnehmen, aber ich kann auch über Gletscher schreiben, die ich nicht direkt vor Augen gesehen habe und sie trotzdem mit literarischen Mitteln evozieren. Das ist ja auch das Interessante an der Literatur, dass sie Abwesendes in die Gegenwart holen kann. Das ist ja eigentlich die Kernkompetenz. Und darf ich da vielleicht ganz kurz nochmal anknüpfen? Weil vorhin ging es darum, wir haben Literatur als Archiv. Also wir haben irgendwie diese Möglichkeit zu sagen, was der Fall ist. Wir nehmen, was kommt und schreiben das auf und dann gleichzeitig das Evozieren dessen, was fehlt, was wir nur wissen, dass wir erwarten sollten oder Prozesse, die am anderen Ende der Welt stattfinden. Und das geht ja im Schreiben ineinander. Muss man das genauer bestimmen oder ist das eigentlich auch also da würde ich vielleicht an der Stelle den vermeintlichen Phänomenologen Marcel Bayer, der nur das schreibt, was er sehen kann in seinem Hof, fragen, also wie geht das? Und wie geht das vielleicht in Ihren neuen Gedichten, dass Sie dazu was sagen und auch was lesen? Ja, okay. Entschuldigung, ich wollte noch hinzufügen, also in der Zeit des Schreibens ist es schon keine Beobachtung mehr. Also ich glaube, wir schreiben mit einer Vorstellung der Beobachtung, aber nicht direkt in der Zeit der Beobachtung. Ja, stimmt. Das gehört da, glaube ich, dazu. Ja. Zu dem. Ja. Insofern wäre dann Schreiben immer vergegenwärtigen von im Moment des Schreiben nicht sichtbaren. Mhm. Oder? Mhm. Eigentlich schon. Ja. Ich überlege jetzt gerade, wie es im Labor eigentlich ist. Aber das Labortagebuch wird ja auch nicht während der Vorgänge geführt, sondern immer in Pausen, gell? Weißt du, ich jetzt meinte, Schreiben und Beobachten, kann das eigentlich in eins fallen? Naja, das Beobachtete verwandelt sich ja in Sprache und von daher ist da immer schon ein Abstand. Eine Übersetzungsarbeit immer, ne? Weh mir. Und ich ging auf Eis und ich ging auf Kohlen und ich verbrachte einen der schönsten Speiwinter meines Lebens. Einen Speiwinter randvoll mit Hornbuchgedanken. In jedem Nasenloch steckt mir eine Rassegeranie, so wie ich in- und auswendig bewandert bin in Haar- und Hornphilosophie. Und ich weiß, Schrift ist ein blindes Tier, dem man den richtigen Weg weisen muss. Und ich ging auf Kohlen und ich ging auf Eis. Und wie sich in meinem Rücken das rote Sonnenlicht bricht, auf der unbespotzelten Sprechzimmerwand, und wie lange es dauern kann, bis das Licht sich in den Matisse-Kalender frisst und ihn zum Verglühen bringt. Und ich weiß, Schrift ist ein blindes Tier, dem man Eingang und Ausgang zeigen muss. Und darum streue ich Kohlen aus, und darum streue ich Eis. Und wo nehmt ihr, ihr hohlen Schweine, wenn es Zeit ist für euch, für die Hölle, den Sonnenschein, Marienkäfer und süße punktierte Haut? Und wo das tüchtige Wasser, eure heillosen Schädel zu tunken und die heillosen Birnen und Rosen? Und woher nehmt ihr, wenn sie euch holen, die Punkte, das Haupt und die Hälse? Woher nehmt ihr die Tunke, um die süßen Schweine zur Hälfte einzutauchen? Und die Schrift, dieses blinde Tier und die holden Schwäne, den Sonnenschein? Und woher den Fußnotentext für die Hölle? Und woher die Gedanken, das Horn und blutig vom Küssen die Schrift? Ein Gedicht, das eben tatsächlich morgens am, ist es wirklich morgens entstanden? Das frage ich mich jetzt. Es ist jedenfalls am Küchentisch entstanden. Eines Tages
werde ich sehr früh aufstehen, früher als sonst je und früher als ihr alle. Und mir wird sein, als wäre ich zu Gast in der Ferne, denn ich spüre keinen Schmerz und ich habe zu tun, und ich werde auf und ab gehen eine kurze Weile, als müsse ich mich zwischen Schlafen und Wachen entscheiden. Denn ich höre die jungen Sperlinge nach mir rufen, und ich werde Walnusskerne zerschneiden, und ich füttere früher als sonst je die Meisen. Ich sitze im zweiten Stock hier am Küchentisch und weiß, bald werde ich ans andere Ende des Hofes verreisen. Im Kopf kann ich kochen und backen und lesen und schreiben. Ich werde auf niemanden warten, weil ihr alle noch schlaft, weil alle schlafen. Und ich werde den Küchentisch hier zerkratzen und ich werde ihn mit leichter Hand spalten. Unter den nahen Rufen der Sperlinge, unter den fernen Rufen der Meisen. Und ich werde mich mit dem Leben am anderen Ende des Hofes vereinen. Eines Tages werde ich sehr früh aufstehen, früher als sonst je. Ich werde den Herd ansehen, als müsse ich mich zwischen Wärme und Kälte entscheiden. Ich werde im Morgensonnenlicht aufgehen. Ich werde euch preisen und ich werde euch beneiden. Und ich werde euch wie kleine zerschnittene Nüsse verspeisen. Und ich werde euch am anderen Ende des Hofes beweinen. Das sind also Walnüsse vom letzten Jahr, die dann im nächsten Frühjahr an die Vögel verfüttert werden. Was habe ich noch? Ja, dieses. Ventile. Ich sauge alles fort. Ich sauge alles auf. Meine Augen sind meine Drainage. Dies mein Refrain. Ich bin nicht machtlos. Pastos wölbt sich ein träger Regenhimmel über mir. Ich sauge ihn fort. Ich sauge ihn auf. Ich leite ihn in die Bauchhöhle ab, dank meiner immer offenen Ventile. Wie viele nasse Himmel ich in meinem Leben in mich aufgenommen habe, ich könnte es nicht sagen. Und den warmen Wind leite ich ab und den Duft frühherbstlicher Gräser, herber und süßer und weicher, denn sie neigen sich mir entgegen. In leichter Bewegung rage ich in die Welt hinein. Ich spüre den Hauch. Ich will auch nichts negieren. Mir ist, als wäre ich ein von den Geistern verschämt betrachtetes Höhlenwesen. Es ist alles ganz einfach. Und zugleich ist es unendlich schwer, an Orten wie diesen ein Mann ohne Laser schwer zu sein. Ein Mann, der keine Blumen namen kann, wie er versucht, sich selbst mit Worten zu sedieren. Das ist blamabel. Wie soll ich nun die Welt zerteilen? Statt einem Laserschwert halte ich einen Plastikkamm in meiner unbesonnten, höhlenwesenkühlen Hand. Ein Kamm macht nicht viel her, dort, wo ich bin. Ich schaue alles an, ich sauge alles auf, ich leite alles ab, ich spiele. Dies weiß ich noch immerhin. In meinem Elternhaus lagen keine Marlboros, wurde kein Du Jardin serviert. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich hoffe, Sie haben sich amüsiert. Trotzdem die Frage noch, das blinde Tier, die Schrift, man muss ja den Weg weisen zwischen Kohlen und Eis. Könnten Sie das vielleicht etwas paraphrasieren? Nein, leider überhaupt nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Glaube, wenn ich das hätte paraphrasieren können oder wenn es gewissermaßen aus einer Paraphrase heraus entstanden wäre, hätte ich es nicht geschrieben. Das war da und ich dachte, wow, keine Ahnung. Das ich nicht. Also weil ich eigentlich gar nicht so eine Haltung zur Sprache habe. Ich habe immer das Gefühl, die Sprache hält die Zügel, soll die Zügel in der Hand halten. Und da dachte ich, jetzt schreiben wir das mal genau umgekehrt. Okay, nicht das Pferd ist klüger als der Reiter, sondern okay.
Ich erspare Ihnen das, was ich mir dazu denke, weil es jetzt schon relativ spät ist. Wie zu befürchten gewesen war, haben wir viele Anregungen bekommen, aber keine letzten Wahrheiten. Ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr glücklich über diese Runde hier. Ich danke sehr Varadaria Koshokaru, ich danke Cecil Weißbrot, ich danke Marion Poschmann und Marcel Bayer. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier gewesen sind und uns zugehört haben. Es war mit zweifellos, das war der Höhepunkt dieser Umweltenprojektwoche, was auch sonst. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich für die wunderbare Organisation und die ganzen unsichtbaren Arbeiten danken, die hier geleistet worden sind. Also an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brechthauses, besonders Christian Hippe. Kommen Sie gut, wohin auch immer, in die nächste Kneipe zum Bier oder nach Hause. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende.